und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans. Hier ist Basti oder auch Modern Consumer. Schön, dass ihr dabei seid. Wir schauen uns heute mal eine Achterbahn an, einen kompletten Park, eine Achterbahn. Das wird ja auch sehr häufig von euch gewünscht. Und dem komme ich jetzt mal nach. Ich habe mir mal beim Steam Workshop diesen Park hier rausgesucht. Das ist der Future World 6, 186 Meilen Futuristic Roller Coaster in 70.000 Feet Track. Also Feet. In Fußlänge angegeben, denke ich mal, wird gemeint sein. Also, wir werden jetzt eine unglaubliche Achterbahnfahrt vor uns haben. Ich bin sehr gespannt. Es ist im Dunkeln. Hier ist eine Stadt aufgebaut. Ich will mal ganz kurz mit euch vorher nochmal drüber schauen. Ich habe jetzt keine Special Sondereffekte oder sowas runtergeladen. Keine Musik oder Bilder oder sowas. Der Park ist einfach so im Steam Workshop. Und ich bin mal gespannt, wie diese Bahn sich jetzt fährt. Und jetzt wird es, glaube ich, hell. Naja, egal. Ich hoffe, dass die Tageszeit richtig eingestellt ist. Und gebt mir gerne auch Feedback, wie wir so Videos vielleicht, wenn es das öfters mal geben sollte, in Zukunft gestalten sollen. Ich werde jetzt einfach nebenbei die Kamera laufen lassen. Und ein Live-Reaction-Video praktisch machen. Vielleicht, wenn ihr wollt, kann ich auch einfach nichts sagen und sag am Ende einen Kommentar dazu. Wenn ihr Bock drauf habt in Zukunft, schreibt das gerne in die Kommentare. Jetzt fahren wir erstmal los. So, auf geht's. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ganz kurz noch, ich will hier nochmal hier den Wagentyp zeigen und das ist aber ein ordentlich langer Zug hier, das Ganze. Eine schöne Station. Ich habe jetzt nicht gesucht, wie der Eingang hier gemacht ist oder sowas. Wir fahren jetzt mal gerade das Ding einfach mit. Ich glaube, hier ist auch gar nicht groß was für Gäste gebaut, aber wir haben hier auf jeden Fall einen schönen Hangar, wo wir vielleicht nochmal durchfahren. Nee, achso, hier nebenan ist hier einer von diesen Monorails, die hier rumfahren. Wir fahren jetzt hier mit und ich sage einfach mal, ab geht's. Ich bin gespannt. Hoffentlich läuft das hier flüssig und wir haben viel Spaß. 168 Meilen sind ja irgendwas, ich glaube, da stand drin in der Statistik, 268 km/h. Das ist ordentlich. Rockmusik, damit kann man auf jeden Fall schon mal ordentlich heizen hier. Ab geht's. Explosionen, immer geil. Und Airtime, auch geil. Airtime nehmen wir auch mit. Yay! Und da kommt der nächste Hügel. Oh, da schlägt's ein hier, die Asteroiden. Oh, jetzt heben wir. Wir heben ab leicht. Die Stopp ist noch gemütlich. Ich kann mir gut vorstellen, es wird gleich noch rasanter. Boah, das sieht schon sehr geil aus, oder? Alles beleuchtet. Die ganze Strecke. Yay! Boah, Alter, hier schlägt's ein. Das sieht schon echt nice aus. Krasse Höhle. Von der Beleuchtung her einfach richtig top gemacht, das Ganze. Ja. Yeah. Kabauz, Kabauz. Also bei diesen langen... Oh, nice. Bei diesen langen Geraden und Strecken, da hat man kein Gefühl für diese Geschwindigkeit. Aber wir sind schon, glaube ich, ziemlich schnell drauf. Hui. Oh ja. Sehr angenehm auch die Fahrt, ne? Hui, hallo! Monorail! Oh, nice! Ist ja geil, was ist das für ein Effekt, bitte? Da hinten ist hier so ein Transformer. Todessternmäßig. Boah, das sieht extrem krass aus. Boah, nice. Auf jeden Fall war Tesla hier ordentlich fleißig am Werk. Juhu! Zero-G-Roll! Habt ihr mir in der Folge beigebracht? Das Ding ist eine Zero-G-Roll! Der arme alte Mann, er lernt es langsam. Wow! Alter Verwalter, jetzt geben wir aber hier nochmal Gas. Oh, nice! Ich sag's gerne nice, aber es ist auch einfach very nice! Wow! Es hat nichts mit Realismus zu tun, aber dieser Transformer wird zerstört. Diese ganze Bahn ist nicht realistisch, aber geil. Aber geil, muss ich schon sagen. Sehr cool. Das olympische Feuer wird entfacht da oben. Uh,
Alter! Ach natürlich, das ist ja Feuerwerk! Das sind Feuerwerkdinger! Oh, nice. Durch die Beine, war doch klar. Hui. Alter. Einfach nur Wahnsinn. Ich finde das so krass. Ich finde es so krass. Feuer! Yeah! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert. Ihr merkt das. Oh, jetzt ist er zerstört da hinten. So viel Beschuss, da muss man ja auch mal irgendwann kaputt sein. Und der geht auch noch kaputt. Nein! Also... Wahnsinn. Krass. Und das Ding mit VR, ne? Oh, herrlich. Jetzt geben wir gerade nochmal richtig Gas. Feuerwerk zum Schluss nochmal. Nice. Ah, richtig schön. Und ich glaube, das war's. Es ist einfach nur der Hammer. Es ist richtig geil gemacht. Kann ich nur sagen, Top-Teil. Top-Achterbahn. Link zu der Achterbahn ist in der Videobeschreibung drin. Und ich finde es einfach nur faszinierend, wie wir hier in ein paar Minuten, ich weiß nicht, wie viele Minuten das jetzt waren, 5 Minuten oder so, oder 8 Minuten, keine Ahnung, fährt man hier durch und wir wissen alle, wie lange man an sowas bauen kann. Das kann halt eine echte Ewigkeit sein. Also extrem nice gemacht, schöne Effekte, sehr viele Auslöser für diese Bahn und auch eine sehr angenehme Fahrt. Das war wirklich eine super angenehme Fahrt. Wer meine Parktouren kennt, der weiß, wie schwer es zu sein scheint, so Achterbahnen zu bauen. Und das war ein kleines Highlight mal wieder. Ich habe noch ein paar andere solche kleine Parks in Aussicht, die ich machen will. Da gibt es auch einmal so ein nachgemachtes Klugheim aus dem Phantasialand. Da freue ich mich extrem drauf, weil das kenne ich auch persönlich. Und auch noch so andere kleine Parks-Dinger mit einer Achterbahn oder so. Da gibt es einiges. Bei denen, wo es halt lizenzierte Musik gibt, da muss ich aufpassen. Insofern gucken wir mal, was wir da in Zukunft noch bringen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich produziere aber jetzt schon so 2-3 Folgen vor für die Osterzeit, dass ihr da ein paar Videos habt. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Lasst gerne ein Like da und schreibt gerne einen Kommentar. Wir sehen uns wieder. Nice, nice. Ey, das sieht so geil aus. Die Perspektive gefällt mir auch gut. wir sehen uns wieder. Besser kann man sich nicht verabschieden, außer in der maximalen Action hier. Lasst auch gerne noch ein Abo da und ich werde euch hier noch andere Videos von mir verlinken, wenn ihr noch Bock auf weiteres habt. Bis dann erstmal, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao.